Hallöchen, meine Lieben. Dudes und Dudin hier zu einer neuen Folge vom Punch Club. Wir sind fast tot. Haben wir hier noch Kämpfe? Nein. Gut. Dann würde ich sagen... Ah, wir kennen Roy noch nicht, ne? Ja, gut. Dann gehen wir mal eine Runde trainieren, ne? Wir können es hier nochmal die Schnauze einhauen lassen. Was wir brauchen, sind mehrere Sachen. Einen neuen Slot und wir brauchen das Ausdauerregenerationsding, ne? Wir würden auch gerne mehr auf Ausdauer gehen und ein bisschen mehr Treffer. Also Agilität und so weiter. Ihr seht ja hier, das haut gut rein, der Kinnhaken. Der Kinnhaken ist ja nicht mal der stärkste Angriff, den wir haben. Der hier trifft nicht ganz so gut, aber er verbraucht noch viel mehr Energie. Okay, okay, ja, okay. Heute die Folge wird vermutlich etwas kürzer. Die morgen auch. Das heißt, ich werde so 20 Minuten Folgen oder sowas machen. 15, 20 Minuten. Deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Zeit für den heißen Stuhl. Hey, ja. Nein, ja. Mehr auf Zielen. Wir gehen erstmal hier rauf. Dann da hinten und so weiter und so fort. Jo. Gut, also, ich mache jetzt das Geschicklichkeitstraining. Ich sollte ein bisschen mehr erklären, was ich mache und warum. Ich mache jetzt Geschicklichkeitstraining, weil Geschicklichkeit brauchen wir, um die Gegner besser zu treffen. Besonders Geschicklichkeitsgegner, die weichen uns sehr, sehr gerne aus. Und deswegen gehen wir mehr auf Geschicklichkeit und Ausdauer auch, damit wir länger kämpfen können und mehr aushalten, in Anführungsstrichen. Weniger Schaden bekommen. Gut, soweit, ja. Hier bei diesem Ding kriegen wir verschiedene Sachen. Stärke jetzt auch auf 5, Geschicklichkeit 4, Ausdauer 5. Ich gehe nachher, sobald wir einen bestimmten Wert erreicht haben, hauptsächlich nur noch auf Stärke. Aber soweit, so gut eigentlich. So. Danach nehmen wir uns den Reifen vor, der hat so ähnliche Sachen wie das Ding hier. So. $8 nur noch, das heißt, wir müssen bald mal arbeiten wieder. So. Okay. Dann hier unten zu dem Reifen, da trainieren wir genau denselben Kram. So. Okay, jetzt haben wir alles auf 5. Das ist schon mal ganz gut. Ausdauer sogar kurz vor 6. Ich will ja eigentlich mehr Stärke pushen. Aber ich pushe gerade alles, was wir hier pushen können. So, der Tag ist auch gleich vorbei. Training war sehr gut. Jetzt hauptsächlich mal Stärke reinknüppeln. So. Geschicklichkeit wird, glaube ich, auf 4 runterfallen. Ja. Und heute sind sogar Kämpfe, oder ist sogar ein Kampf. Ja. Das heißt, wir gehen nach Hause. Wir essen hoffentlich was. Haben wir was im Kühlschrank? Nein, das heißt, wir müssten zu Mick gehen. Uns da was zu essen holen, weil wir ja nichts haben. Das macht er aber nicht immer. So, das heißt, wir gehen jetzt hier wieder hin. Trainieren. Einmal, bis er das nicht mehr mag. So. Dann geht die Ausdauer auch, die Geschicklichkeit nochmal hoch, Stärke. Naja, naja. Okay, soweit, so gut. Und damit könnten wir eigentlich schon fast in den Ring steigen, ne? Das Doofe ist nur, unsere Ausdauer ist nicht in Ordnung. Und ich habe kein Geld. Um mir Fleisch zu holen. Reicht die Zeit? Ich glaube nicht. Oh, ja, müssen wir kämpfen. Gut, wir haben ja noch genügend Ausdauer, das ist alles in Ordnung. Cross, wir hauen hier rein. Ich hoffe, dass wir auch noch irgendwie die mal da reinklatschen. Sehr gut. Wir müssen auf unsere Ausdauer achten. Er ist eigentlich nicht... Nee, er ist eigentlich nicht besser als wir.
So. Schlag mal zurück, Taldo. Ja, den da. 30 Ausdauer. Gut, gut, gut. Und noch ein Treffer und dann ist vorbei. Komm. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, wir haben einmal gearbeitet. Das ist in Ordnung. Wir haben auch ein paar Punkte. Was ich brauche, ist das Ding da. Und ein Talentpunkt. Das heißt, wir gehen erstmal auf tiefen Tritt. Weil der doch okay ist. Beziehungsweise, wir können Kniekracher holen. Dann kriegen wir nämlich zwei Talente. Haha, ist viel schlauer, das zu machen. Oder wir gehen direkt auf den Bockschlag. Ja, wenn ich das hier mache, dann kriegen wir den anderen auch. Ja, und dann können wir uns das hier holen. Beim nächsten Mal. Gut anmelden. Heute ist der Kampf noch. Ja, wir brauchen erstmal Essen. Ja, wir brauchen erstmal Essen. Fleisch, alles Fleisch, was du hast. Und Pizza. Hier hin. Jetzt haben wir kein Geld. So. Bisschen Herzen haben wir. Wir müssen jetzt schlafen. Das heißt, arbeiten können wir knicken. Ein bisschen Training, aber nicht viel. So. Und wir ziehen uns einfach noch eine Pizza rein. Noch eine. Trainieren. Hier am Boden. Und wir werden jetzt auf 5 Geschicklichkeit kommen. Jetzt alles auf 5. Huch. Sogar 6 Ausdauer. Okay. Das heißt, unsere Herzen sind voll. Also, ja, voll ist was anderes, aber okay. Wir haben zumindest akzeptable Werte in Gesundheit. So. Okay. Das heißt, wir gehen in den Kampf. Und er weicht sehr gut aus, aber das macht uns soweit auch nichts. Wir können auch treten zwischendurch. Ich glaube, blocken bringt uns nicht viel. Der Weg des Bären. Den nehme ich mal raus, weil der viel mehr Ausdauer kostet. So sparen wir uns hier gegen den ein bisschen Ausdauer. Ihr seht, das fällt jetzt nicht mehr ganz so tief. Der Weg des Bären kostet halt zusätzlich Ausdauer. Und wir treffen den ja noch viel besser mit unserem Kniekracher. Was hat er? Tiefer Tritt. Aha. Das ist auch ein Trick. Wenn ihr einen Weg des Bären-Typen habt, also in Stärke, Heini, dann könnt ihr auch einfach den Weg des Bären rausnehmen und das reinpacken. Dann, ja, habt ihr noch ein bisschen bessere Chancen, den Gegner zu überleben, weil ihr eure ganze Energie nicht komplett verliert. Was aber ihm jetzt passiert, hä? Letztes Mal konnte er uns gut besiegen. Meine ich zumindest, dass er uns besiegt hat. Mal 2 Punkte hier. Gut, 40 Geldeinheiten. Das heißt, wir gehen zu Fuß und arbeiten uns ein bisschen mal den Arsch auf. Das Achievement werde ich wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr hinkriegen. Mit dem Geld und so weiter. So, morgen ist das nächste Dings. Nächster Kampf. Geld kommt. Energie. Naja. So. Vielleicht noch eins. Wahrscheinlich reicht es nicht. Dann müssten wir auf jeden Fall schlafen. Spaß haben wir auch keinen mehr. Gut, 140. Damit werden wir nicht überfallen. Essen haben wir nichts. Mhm. Naja, ja. Viel Zeit bleibt nicht, um nochmal zu trainieren. Oh, scheiße. Ja, okay. Wir haben kein Essen. Ich weiß nicht, ob wir den Gegner schaffen. Aber wenn wir verlieren, wäre es nicht verkehrt in der Liga. Weil dann kriegen wir endlich hoffentlich die Anabolika angeboten. Ah, der Kampf, ja. Kommt gleich. Ja, gut. Das schaffen wir nicht mehr, also gehen wir in den Kampf. Aber den schaffen wir. Das sieht in Ordnung aus.
ein Cross und Kick in die Knie. Wir weichen nicht aus, wir hauen einfach nur rein. Wir blocken mit unserem Gesicht, wir sind Rocky Balboa. In dem Film ist es ja auch so, er blockt gar nicht. Er blockt immer mit dem Gesicht. Boom, 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 boom. Immer ins Gesicht, weil sonst wäre es ja auch unspannend. So, erste Runde und schon weggenockt. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Hey Kumpel, du warst unaufhaltsam. Das war super, nicht wahr? Willst du gleich nochmal? Jo, das war super, aber ich muss trainieren. Ja, sicher, auf geht's. So macht man das. Ich muss los, meine Schwester kommt aus dem College wieder. Kommt einfach mal vorbei. Sehr gut, das heißt, wir können mit Adrian uns verlieben. So. Anmelden. Der Kampf ist morgen. Übungskampf. Und jetzt knallen wir ihn auch mal rein, hä? Ja, das Doofe ist, wir werden keine Anabolika kriegen. Na gut, weil wir hier nicht verlieren. Ich weiß nicht wieso. Ich irgendwie mache ich das doch zu gut. Gut. Also es ist eine schöne Kombination, aber gegen noch stärkere Gegner wird schwierig. Wir müssen unbedingt trainieren, ne? Und wir haben tierisch Hunger. Der tritt er uns einfach, der Silver. So, wir brauchen noch ein... zweimal. Jetzt haben wir hier die Punkte. Wir können im Grundtalentebaum Angriff überspringen machen. Gut, jetzt brauchen wir 11 Punkte, um Roy's Haus. Wir können es einfach zu ihm hinsetzen und futtern. Ich mache mir einfach den Kühlschrank voll. So. So. Machen wir jetzt zweimal rein. Gut. In Ordnung. Wir gehen in die Bude zum Trainieren. Nochmal kämpfen können wir nicht gegen ihn. Kämpfe ist, das ist angesagt. Ich will erstmal noch den Tag ein bisschen mit Training verbringen. Also erstmal dahin. Das hoch machen auf 5 mindestens. Stärke und Ausdauer. Gut, gut, gut. Guck mal, läuft eigentlich ganz gut hier in der Folge. Wir sind sehr zielorientiert. Das finde ich schon mal ganz gut. Ultimate Fight. Ich weiß da noch nicht, wen wir als nächstes da bekämpfen. In der Liga wissen wir, wer unser nächster Gegner ist, weil wir danach gucken können. Das hat man mir auch einmal in den Kommentaren gesagt vor ein paar Folgen. So 10 Folgen ungefähr oder so. So, das ist in Ordnung. Warte ganz kurz, wir schauen mal. Hier kann ich gucken. Ich sehe nur irgendeinen zufälligen Gegner, ja. So, Stärke und Ausdauer. Am liebsten wäre mir Stärke auch auf 6. So. Wir kriegen auch gleich noch ein bisschen Kohle im Kampf, wenn wir da irgendwie uns nicht ganz doof anstellen. So, Ausdauer auf 6 gleich. Gut. Jetzt das hier, das Laufband bitte. Damit wir das auf jeden Fall auf 6 haben. So, ich klicke hier 5000 Mal. Gut, dahin. Ja, wird eng, glaube ich, von der Zeit. Dann ist der nächste Tag und dann ist Ausdauer, ist Geschicklichkeit wieder auf 4. Super, super. Okay. Ein klein bisschen. Ja, okay. Dann kämpfen wir mal. Und gegen Roy, okay. Wunderbar. Das machen wir mal so. Au. Roy, was hast du denn? Tiefer Tritt nur. Wir haben die etwas günstigere Variante. Ihr seht's ja. 2 Kosten nur. Und 7 Schaden. Er hat 4 Kosten, 6 Schaden. Also doppelt so hohen Kosten. Cross. Da müssten wir eine bessere Variante, glaube ich, schon haben. Im Weg des Bären. Den holen wir uns aber auch noch bald. Bumm. Erste Runde. Und Roy fast weg. Roy weg, erste Runde. Also wir werden langsam ordentlich. Ihr seht, es ist sehr ausgeglichen geskillt. Aber ich will bald mehr Wert auf Stärke legen. So, 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 so. Nächster Kampf in 2 Tagen. Geld ist drinne.
Wir gehen nach Hause. Ja, okay. Schnabulieren. Gehen raus, gehen hier hin. So, quatschen mit ihm, dann mit Adrian. Sammeln ihre Blumen. Ja. Gut, also den ganzen Kram machen, damit wir uns endlich verlieben können. Also die ganzen Blumen. Ich glaube, wir kommen alle ran. So, hallo Adrian. Hey, ich bin toll, du bist toll. Wie wär's mit uns beiden? Hm? So, also wir können auch mit ihm da chillen, dann kann er mit uns trainieren. Also wir sitzen hier einfach die ganze Zeit und fragen wir ihn irgendwann, hey, wie wär's, wenn wir zusammen mal trainieren? Dann sagt er, alles klar. So, freut mich, dich kennenzulernen. So, jetzt einmal mit Roy reden. Hey, deine Schwester ist schon echt nice. Was? Bam! In die Fresse. Frage nach der Schwester. Die ist ziemlich attraktiv, das ist in der Familie, das kennen wir ja alles. Gut, Ziel ist es halt jetzt, uns in sie zu verlieben, damit wir weniger Energie brauchen und weniger essen beim Training. Danke für den Tipp. Roy sagt, du magst Blumen. Ja. Da hat er wohl recht. Was für Blumen magst du denn? Grüne, blaue, gelbe? Ich interessiere mich für Blumen. Ich sammle ein Herbarium oder so. Ich verstehe kein Wort. Gut, ich würde dir gerne helfen. Wirklich, das ist toll. Ich kenne die Stadt nicht. Bla bla bla, Sülz. Bla bla bla. Gut, Nummer 1. Noch 4 weitere. Ein bei uns in der Wohnung. Ein bei Mick. Ein im Hinterhof. Bei dem Dingsbums. Dann bei der Kampfarena. Fahren wir also mal. Gehen wir mal gezielt das Ganze durch. Wir gehen also zu dem Ort. Ich hätte das auch noch geschickt alles machen können. Das hier auf dem Rückweg und dann nach da. Muckibude nicht. Mixbüro. Die Blume. Aha. Dann zur Bar. Die Blume mitnehmen. Uns einmal prügeln, bitte. Boah, den verdoppeln wir auch. Immer schön rein, sehr gut. Ja, komm, gib ihm. Noch einmal, noch einmal. Also wenn wir ordentlich treffen, dann knallt es aber richtig schön im Karton. Sehr schön. Hier wieder ein paar Punkte. Nochmal 4 weitere. Sehr gut. Dann hier hin. Die Blume nehmen wir mit. Noch eine. Genau. Dahin. Ja, danke. Und dann dahin. Hallo Adrian, ich habe sie. Gut. Ja, 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 ja. Mhm. Ach, denkst du das? Wir sollten öfter mal was zusammen unternehmen. Bla. Okay. Mal eine Runde mit Roy entspannen, da kriegen wir ein bisschen Energie und so ein Kram und... Ne, so Zeug, ihr wisst Bescheid. Hunger und Energie. Ich brauche ja auch nicht so viel. Und dann sage ich ihm, hey, wie wär's, wenn wir zusammen trainieren? Ich weiß nur nicht, wie lange wir das machen müssen. Das Bier ist gut, nicht wahr? So, zusammen trainieren. Ja, Kumpel. Mhm, mal sehen. Roy, du alte Saftnase. Ja, ist so klasse, dass du mir hilfst. Entspannen. So. Sollen wir loslegen? Sehr gut. Jetzt haben wir noch einen Bonus, dass wir noch besser trainieren können. Also schnell hier hin. Heute ist ein Kampf in der Liga, morgen und so weiter und so fort. Hier rein, wir bezahlen das mal. Und dann werden wir angefeuert von ihm. Wir fangen also mit den Bällchen hier an. Wir haben den ganzen Tag noch Zeit und werden von ihm angespornt. Dadurch können wir länger aushalten oder kriegen wir Punkte oder ich weiß es nicht. Mach es, Kumpel, du kannst es, du bist der Beste. Alles klar, dankeschön. Lass mich deine Kraft spüren. Okay.
Hör dich auf. Ja. Ich gebe hier alles. Ich gebe hier alles. Mach es, Kuppe. Ja, ja. So, das ist auf 5. Gute Arbeit. Weiter so. Okay. Jetzt hier drüben weiter. Er hilft uns halt nur einen Tag, aber wenn das abläuft, 15% effektiver. Wenn das abläuft, dann... ja, ist es nicht mehr effektiver, aber er steht noch da und quatscht uns voll, was ich auch lustig finde. Mhm. Damit ist alles 15% besser. Das finde ich okay. So, hör nicht auf. Gut, danke, danke. Ich mach das schon. So, wir laufen eine Runde. Ich will das auch auf 6 haben. Stärke ist schon auf 6. Du schaffst es, Bro. Yo. So, und dann noch einmal hier bitte. Die Keulen, die schwingen wir ganz gut. Stärke hat ja sowieso einen kleinen Bonus von 10%, meine ich, oder sogar 15. Und jetzt damit nochmal ist schon mal ganz gut. So, und wir gehen in den Kampf. Ja, wir gehen in den Kampf. Letzter Kampf für heute. Und der kann... Oh ja, gut, ein Dreierschlag. Den wollen wir auch bald machen. Noch nicht, aber bald. Sobald wir die dritte Sache haben, die dritte Fähigkeit freigeschaltet. Schöner Dreier. Das ist so gut, wenn man einen Agi-Kämpfer hat, also einen Geschicklichkeitskämpfer. Und dann so einen hat, der halt auf Stärke basiert ist und der versucht dann dich zu treffen und du weichst ständig aus. Und mit jedem Schlag trifft er sich nur selbst. Das ist einfach wunderbar. So, hier noch einmal die Bärentatze und jetzt haut's richtig rein. Pong! Oh, kostet nur 1. Okay. Ja, 5. Platz. Mhm, ich bin der Champion. Ich bin nice, ich weiß. So, kann ich hier irgendwas freischalten? Nee, noch nicht. Ich muss auf Klo dahin gehen, auf jeden Fall. Dafür brauche ich den Boxschlag. Aber erstmal wollte ich aktives Talent machen, nämlich hier. So, das heißt, wir haben jetzt 3 Talente. Können uns anmelden. Wir werden zwar die Profikarriere irgendwie machen, aber auch irgendwie nicht. Denn wir werden die komplett durchmachen, damit wir möglichst viele Punkte haben. Aber wir werden uns hauptsächlich auf die böse Seite, also hier Ultimate Fighting, konzentrieren, ne? Schön kurz vor Ende müde geworden. Mhm. Rein zu Hause. Scheiße, Zeit verloren. Müsste einmal trainieren, aber ich kann nicht. Wenn die Zeit fehlt. Jetzt wird doch kurz... okay. Das heißt, der Kampf bleibt einfach heute mal aus und in 2 Tagen geht's weiter. Okay. Ich dachte, ich könnte hier schnell raus, aber das war wohl nicht so. Und dann denke ich mal, die Folge ist jetzt schon erstmal lang genug und wir werden uns beim nächsten Mal dann wiedersehen mit in der gleichen Frische, in der neuen Frische. Und ich bedanke mich erstmal. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Macht es gut. Bis dann. Ciao.